Sie haben gerade einen Vortrag zum Urheberrecht gehalten. Auf was gilt es im Bereich Hochschule, Schule besonders aufzupassen? Gibt es so gewisse Grundregeln für Lehrende, was man unbedingt beachten sollte, ohne dass man die ganzen Gesetze kennt? Also jedenfalls achten soll man darauf, dass man nur solche urheberrechtlich geschützten Sachen verwendet, die man im Unterricht braucht. Und wenn ich es im Unterricht brauche, dann ist die Quelle anzugeben, der Autor anzugeben und dann ist es grundsätzlich im Unterricht, in der Schule, genauso wie in der Hochschule einsetzbar. Betrifft das auch Bilder? Sie haben gesagt, das ist ein sehr heikler Bereich. Gilt das für Bilder genauso oder muss man da extra nochmal aufpassen? Gilt für alle urheberrechtlich geschützten Sachen, also auch Bilder, Filme, literarische Werke, bildnerische Künste, gilt alles. Sie haben sehr wenige Bilder in Ihrer Präsentation verwendet. Hat das einen Grund, dass Sie auf Nummer sicher gehen oder ist es eher, weil Sie es nicht braucht haben? Weil ich es nicht braucht habe. Aber ich hätte es verwenden können, wenn ich mich damit auseinandersetze. Aber ich habe jetzt kein Bild gefunden, wo ich sage, das Bild brauche ich, um etwas darzustellen, was ich mit Text nicht darstellen könnte. Was haben Sie Erfahrung, was für Copyright-Verletzungen oder Urheberrechtsverletzungen werden sehr häufig gemacht, wo Sie vielleicht auch die Betroffenen gar nicht so genau Bescheid wissen, dass sie dort eine Verletzung begehen? Also üblicherweise werden Urheberrechtsverletzungen im Bildbereich gemacht. Also dass man einfach ein Foto verwendet und zwar nicht im Schulbereich, sondern eben eigentlich im kommerziellen Bereich, aber auch von Schulen, nämlich zum Beispiel auf der Website einer Schule. Das ist zwar die Nutzung durch die Schule, aber nicht im Sinne einer schulischen Gebrauch, sondern eigentlich im Sinne einer Werbung. Und Schulen sind nicht nur schulisch unterwegs, sondern auch natürlich auch kommerziell unterwegs. Und da muss man aufpassen. Sie sind der Experte in diesem Thema. Was würden Sie fordern, Veränderungen in diesem Urheberrechtsgesetz? Gibt es da irgendwas, was wünschenswert wäre, wenn in den nächsten Jahren sich was lockern würde, ändern würde? Ich würde sagen, die Struktur an sich, die passt jetzt eigentlich ganz gut. Es gibt ein paar Punkte, wo es, glaube ich, Klarstellung bedürfte. Das könnte man eigentlich mit kleinen Änderungen machen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach eine schwierige Materie, weil natürlich der Urheber die Rechte haben soll und halt in bestimmten Bereichen eben Einschränkungen hinnehmen muss. Und diese Einschränkungen, die muss man halt in gewisser Weise abstrakt definieren, aber dann auf der anderen Seite natürlich auch wieder konkret, damit das wirklich auch anwendbar ist. Und insofern, so wie es jetzt ist, ist es nicht schlecht. Es gibt ein paar Punkte, die man klarstellen müsste, würde ich sagen. Sie sind ja Juristen, also mit dem Thema sehr beschäftigt. Lehrer, Lehrkräfte, Lehrende an Hochschulen sind nicht immer Experte in diesem Thema. Wo kann man sich informieren? Wo kriegt man Unterstützung in diesem Bereich? Wenn man wirklich sagt, man ist unsicher, gibt es da irgendwelche Anlaufstellen oder muss man da immer zum Anwalt, wenn man ein Problem hat? Gibt es da leichtere Infos auch? Also ich glaube, dass es in der Schulverwaltung schon Juristen gibt, wo man nachfragen kann, beim Schulerhalter, ob das Landesschulen, Gemeindeschulen sind. Also gibt es schon eine juristische Abteilung, wo man nachfragen kann, beim Land, weiß ich zum Beispiel konkret, kann man nachfragen. Und wenn man dort keine Auskunft gibt, na ja, dann wird das weitergegeben, vielleicht an einen spezialisierten Anwalt. Das passiert immer wieder. Aber so würde mich ich abhelfen. Und es gibt solche Veranstaltungen wie heute, wo man sich ganz gut informieren kann. Ja, und dann, es geht wirklich, der Grundsatz ist, immer dann, wenn ich etwas für einen Unterricht brauche, für einen Unterricht selber, dann bin ich an und für sich eigentlich auf der sicheren Seite. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss ich halt aufpassen.